Und da sind wir auch wieder zu einer wunderschönen neuen Aufnahme von die Aufnahme GmbH. Ich muss mal hier nur ganz kurz. Hier ist gerade ein Hintergrundbild, das nicht ganz so jugendfrei ist, sage ich jetzt mal. Machen wir mal das hier. So, das sieht gut aus. So, das geht. Ah, du kommst wieder nach da. Kurz wieder nach da. Nein, das war der falsche. Du, genau. So. Ich meine, es ist sowieso hier alles ein bisschen geblurrt, aber nicht, dass da sich da jemand beschwert mit: Oh mein Gott, Ronny, was kannst du auf YouTube nicht zeigen? Da kommt die FBI. So. Okay, wir sind immer noch hier, machen wir dir alles und so. Tun wir. Ach, das ist geil, Alter. Ich liebe Hack-Clients. Damit kannst du so richtig schöne Sachen machen. Natürlich Opt-8. Ja, Hack-Clients natürlich nur auf Servern benutzen, die das explizit erlauben. Und damit meine ich nicht mit: Ja, mir hat aber keiner gesagt, dass ich es nicht darf. Ja, nur weil es keiner sagt, dass du es nicht darfst, heißt das nicht, dass du es darfst. Jetzt muss ich gerade ein bisschen überlegen. Sondern wirklich nur auf Servern machen. Sowas, die ist wirklich explizit, also wo es da steht, dass es erlaubt ist. Also zum Beispiel können wir einfach mal machen hier. Bei meinem Server zum Beispiel steht extra drauf: Anarchie-Server, es gibt keine Regeln, Hacken erlaubt, Cheaten erlaubt und Hacked-Clients erlaubt. Also erlaubt. Aber halt keine Hakenkreuze oder ähnliches. Aber das ist einfach laut deutschem Recht illegal. Aber wie gesagt, ne, wo das drinne steht, nur solche Server benutzen. Ich weiß jetzt hier nicht, was ist hier? Siehst du, hier zum Beispiel steht es nicht explizit. Don't hurt the server hardware or do anything illegal, please 20 Cent. Ah ja, also hier könnte man vermuten, dass man es auch darf, aber hier, wie gesagt, hier steht es nicht explizit. Also würde ich es hier auch nicht machen. Wie sieht es bei dem aus? Hier steht es auch nicht explizit. Also, obwohl doch hier nur außer Rules. Könnte man so interpretieren. Weiß ich nicht. Also ich persönlich würde sowas, wenn ihr solche Server ausprobieren wollt, geht einfach auf meinem Server. Ich erlaube es explizit. Von daher, wenn ihr euch austoben wollt mit solchen Sachen, geht einfach auf meinen Server. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch der Hardware nicht wehtun. Also selbst wenn ihr Sachen macht, das Einzige, was ihr vielleicht lahmlegt, ist, dass der Server halt nicht mehr reagiert, weil er halt ausgelastet ist. Ne? Aber mehr kann da nicht passieren. Deswegen habe ich ja ein Video gezeigt, dieser 2B2T, diese Hardware, wo ich den repariert habe oder versucht habe zu reparieren. Es ist ein extra Rechner, dem könnt ihr, wenn er kaputt geht, ist mir das scheißegal. Aber ich wüsste halt nicht mal, dass man mit meinen Tests die Hardware kaputt machen könnte. Also bezweifle ich gar nicht. Deswegen ist hier einfach alles erlaubt, solange es nicht gegen deutsches Recht verstößt. Also wie gesagt, solche Sachen wie Hakenkreuze bauen oder irgendwelche rechtsextremen Parolen in Chat schreiben oder solche Sachen ist natürlich nicht erlaubt. Ganz klar. Aber alles andere ist halt. Ja, so. Weiter im Text. Erstmal hier direkt Vollbild. So. Okay, wir brauchen Werkzeuge. Das heißt, wir machen mal hier. Ist dieses. Okay, dieses Search Node muss ich also jedes Mal neu einstellen. Es ist wahrscheinlich noch aktiviert, oder? Ja, genau, es ist noch aktiviert. Aber ich muss die Blöcke, nach denen ich suche, jedes Mal wieder eingeben. So, machen wir hier, holen wir uns mal ein bisschen Holz. Ich bin so aufgeregt gerade. Hui! Ist das. Ach komm, wir machen jetzt mal. Also ist ja hier, ist ja, kann man ja nicht machen hier. Machen wir hier. Machen wir hier. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Interact. Achso, ich muss natürlich jetzt auch so ungefähr. Ja, ich weiß, auf dem Server läuft auch die Woodcutting-Mod. Ich könnte also die Bäume auch so abbauen.
Aber das ist so langweilig. Ich will fucking hacken. Schau mal, Mami. Jetzt bin ich auch ein Hacker. Haha. Ich werde ins Pentagon einsteigen. Ja. Ich werde das Pentagon in meinen Test nachbauen und dann werde ich da reingehen. Und keiner kann mich aufhalten. Wow. Okay, komm. Machen wir hier wieder aus. Pentagon am Arsch. Oh, noch ein Stock. Ich habe den Stock der Weisen. Immer am Arsch. So, jetzt haben wir ein bisschen, jetzt können wir ein bisschen hier so ein bisschen so, da so ein bisschen Holz. Wir brauchen erstmal eine Workbench. Ist ja Minecraft-Style hier. Dankeschön. Ja, setzen wir mal hier hin. So. Bumm, machen wir mal ein bisschen wie Holz. Dankeschön. Stöcke haben wir, zum Glück. Ein paar. So. Nice. Zeit zum Graben. Ja, genau. Das für Kinder, das wollte ich gerade sagen. So, dann machen wir mal hier wieder. Wie war das? Search at MCL Core. MCL Core Stone with Diamond. Ja, bitte ein O. Ah, es klappt, es klappt, es klappt. Ich sehe nichts. Ist already in the, on the list. Aber warum sehe ich das denn nicht? Ich möchte mein Geld zurück. Was? Haben wir gerade irgendwas? Nö, Node ESP ist aktiviert. Oder sind wir zu weit hoch, dass die Bereiche noch nicht geladen sind, wo die Diamanten sind? Ne, weil, wie gesagt, der kann natürlich nur das anzeigen, was er selber auch hat an Informationen. Das heißt, wenn entsprechende Blöcke nicht geladen sind, dann kann ich die auch nicht anzeigen. Wo war denn jetzt nochmal die Höhle? Da ist nochmal die Höhle. Dann gehen wir da mal in die Höhle. Oh, guck mal, X-Ray. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, jetzt guck mal, jetzt zeigt das da unten an. Oh mein ich bin so gefickt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ich sehe keinen Diamanten. Gut, mit X-Ray laufen ist natürlich ein bisschen schwerer. Ich mache mal einfach das mal wieder aus hier und tue mir mal hier mein Stuff. Dankeschön. So, guck mal, da hinten, da unten sind jetzt diverse Diamanten. Da gehen wir mal hin oder so. So, dass wir direkt drüber stehen. Also ungefähr so. Und dann bauen wir einfach mal drüber. Drunter, durch. So, damit uns hier kein Monster folgt, machen wir hier mal dicht. Das Schöne ist, dank Fullbright sehen wir trotzdem alles. Es ist halt so geil. Und wir aktivieren mal Fliegen, weil wir wollen es ja jetzt gerade straight nach unten. Und nicht, dass wir da direkt in Lava reinfallen. Deswegen arbeiten wir mal ein bisschen mit Fliegen. Digga, in diese. Ich habe hier. Ich habe auf dem Server diese Mindclone-Texture-Pack installiert. Und diese Diorite oder was auch immer das hier ist, sieht halt original aus wie Gravel. Ist ja Katastrophe hier. So, jetzt fällt mir gerade ein, um Diamanten abzubauen, brauchen wir erstmal Stahlwerkzeug, ne? Das ist dezent deprimierend. Oh, guckt euch das an. Oh mein Gott, es ist halt so krank. Das ist zu viel. It is too much. Überall Diamanten, Alter. Oh Gott. Okay, also das ist geil. Das ist. Oh Gott, ich werd eine Menge Zeit auf meinem Zimmer verbringen. Guck mal hier, da auch direkt hier nebenan. Wie viel da hinten ist. Das ist nicht schlecht. Okay, wir brauchen aber erstmal Eisen. Das heißt, ich füge da, ich nehme das mal wieder raus. Nee, ach so, ja. Del war es ja. Delete. So, und dann machen wir mal stattdessen Stone with Iron.
Ja, danke dafür. So, davon gibt es ein paar mehr. Holy shit. hier ist das, was am nächsten in der Nähe ist, es ist so viel, ich sehe es nicht mal. Das hier ist ein bisschen was in der Nähe, schätze ich mal, oder? So, hier sehen wir ja, ich glaube mal, das macht sich, davon ist hier so viel in der Nähe, dass da sehen wir, ah, ja, okay, da kriegt wieder Auto, Anti-Sheet rein, ne, weil wir uns zu schnell bewegen. Guck mal, hier ist Eisen, da ist Eisen. Das können wir auch nicht abbauen, ne? Brauchen wir erstmal Steinwerkzeug für, ne? Ja, okay. Also erstmal Steinwerkzeug bauen. The fuck? Alter, hier mal hier das Eisen wieder raus, das ist ja schlimm. Dafür gibt es viel zu viel. Okay, also jetzt haben wir ein bisschen Eisen. Ich meine ein bisschen Stein. Dann, wo ist unser Work? Achso, die Workbench habe ich umgelassen. Ich mache mal hier kurz Fast raus. Ja. Wo ist denn die Workbench? Dann, wo, da. So, wir brauchen ein bisschen Stein. Wir brauchen Stöcker. Da haben wir schon mal eine wunderschöne Axt. Spitzhacke. Ich nehme diesmal mit. Ich wollte dich nicht mitnehmen, weg damit dir. So. Gehen wir mal hier runter. Dalalala. So, da ist der Eisen. Brauchen wir jetzt drei Stück von. Haben wir direkt. Nice. So, jetzt brauchen wir noch einmal Kohle. Da haben wir Kohle. Alter, mit diesem Fulbright, es ist halt. Holy shit, ist das geil. Da siehst du ja alles sofort. Ist das krass. Oh, ich liebe diesen Client. Aber noch ein bisschen mehr Eisen, aber ist es jetzt gerade egal? Wir brauchen kein Eisen mehr, Bitch. Wo ist unsere Workbench? So. Ah, ne, wir müssen erstmal einen Ofen bauen. Erstmal brauchen wir. Wir müssen das Eis erstmal einschmelzen. So. Und so. Und dann immer gewusst Eisen. Eisen, ah, da. Ja, diese Texturen sind halt für mich ein bisschen ungewohnt. Ist halt so. Guckt euch das an, Alter. Wie ich es mir wagen kann, Kohle zu verschwenden, Alter. Einfach weil wir so viel jetzt bekommen können. Ist geil. Es ist echt geil, Mann. Es ist geil. Sheetrock. Achso. Ah, okay. Wenn ich hier in so einem Menü drinne bin, kann ich das Menü hier nicht ansteuern. Das ist interessant. Okay. Warum sind die Öfen bei meinen Klonen eigentlich so ultra langsam? Ist das? Muss das so sein? Hey, wo bist du? Bitte mitkommen. Oh, Schmied. Holy moly. So, ja, ihr beide kommt mal mit. Kann ich dich abbauen? Ja, okay, sehr gut. Dachte, solange wie der aktiv ist, kann man den nicht abbauen, aber man kann ihn doch abbauen. Sehr schön. So, jetzt fügen wir mal wieder Diamanten hinzu. Und wir hatten noch hier irgendwo diese ganz vielen gesehen, wo ganz viele auf einem Haufen waren. Waren das die oder die oder wo? Guck mal, da sind ganz viele. Zum Beispiel. Da sind auch mehrere. Ich versuche mal die beiden da zu rechnen, weil die sind auch relativ nah beieinander. Das heißt, sie sind relativ leicht zu erreichen, außer wir müssen. Ach komm, wir bauen uns erfahren. Wir müssen halt nur gucken, dass hier kein Lava ist. Aber wir können ja jetzt Freecam aktivieren und gucken. Nein, hier ist kein Lava in der Nähe. Das heißt, wir können einfach bauen, wie wir lustig sind. Oh, ist das geil, Alter. Oh, ist das geil. Oh, ei, ei. Hacken leicht gemacht. Oder Cheaten leicht gemacht. Hacken ist ja eigentlich, wenn du Software veränderst. Und die Software, die veränderst du ja nicht, sondern du nutzt ja nur. Das heißt, du bist kein Hacker, sondern Cheater. Ein Hacker wärst du, wenn du selber
Mytest hacken würdest, also halt den Client hacken würdest. Also das, was dieser Fleck, Flock, Felix Fleckstein, Fleckenstein, Kaffeeflecken, keine Ahnung. Achso, warum nutze ich, kann den nutzen? Die ist ungefähr 3000 Mal schneller. Oh, ich komme. Oh, meine süßen Diamanten. Ich komme. Oh, da, oh, das Lava. Ey, wo Apfel essen hier? Haben wir noch Nahrung? Oh, wir haben goldenen Apfel. Warum sagt das eigentlich keiner? So, das hätten wir geschafft. Jetzt brauche ich irgendwas, um die Loch dazu zu machen. Dich zum Beispiel. Na, gehen wir weg hier. So, mal gucken, ob hier noch mehr Lava in der Nähe ist. Weil, da so. Nö. Keine weitere Lava. Da waren wir. So, weiter Text. Guck mal wieder. Oh, da sind wir. Da, oh mein Gott. 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 Ich fühle mich gerade sexuell erregt. Alter, so viele Diamanten. So, da hinten war die zweite Ansammlung. Und das zu Corona-Zeiten. So, lass mal gucken, ob hier irgendwo Lava ist. Nö, keine Lava in der Nähe. Wir können also fröhlich buddeln. Nice. Nice. Oh, Redstone haben wir auch. Zugeben, so schnell kam ich noch nie an Diamanten. Selbst als Server-Owner kam ich so schnell noch nie an Diamanten. Ah, das ist geil. Wir haben einfach 18 Diamanten. Und das innerhalb von 5 Minuten, 10 Minuten, lass es 10 Minuten gewesen sein. Das heißt, in 20 Minuten kriegen wir eine ganze Rüstung. Ey, so krass ist das doch. Willst du mich verarschen, ey? Oh shit! Warum haben wir eigentlich so eine. Ach so, wenigstens goldenen Apfel. Ah ja, guck mal hier. Da haben wir jetzt so ein. Ah ne, seht ihr nicht, wegen der Kamera. So. Da haben wir hier so ein Rennsymbol. Dass wir schneller laufen können. Schätze ich mal. Gehe ich mal von aus. Denke ich mal. Ich muss wahrscheinlich doch meine Kamera kleiner machen für meinen Klon. Denn die Icon, das Icon ist genau unter der Kamera. Also guckt halt ein bisschen vor. Das ist noch ein bisschen schade. Also wir können ja einfach zigtausend Diamanten abbauen. Das ist geil. Das ist geil. Also, wo geht das raus? Hier geht's raus. 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 Wie haben wir gebuddelt? Okay, also das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal echt krass. Das heißt, wir haben jetzt schon Diamanten und das nicht gerade wenig, weil hinten ist noch ein Traub. Ich glaube, da gehen wir auch nochmal hin. Dann können wir uns nämlich mal eine Rüstung bauen aus Diamanten. Okay, was kurz. Wir haben diesen wunderschönen Freecam. Gucken, ob es eine Abkürzung hingibt. Wie kommen wir da am dümmsten? Ich würde mal sagen, hier rüber, ne? Das heißt, wir müssen wieder in die Höhle da. Wie kommen wir da rein? Okay, das ist die Höhle, wo wir gerade drinnen waren. Da gehen wir nochmal kurz runter hier. Alter, also Freecam, X-Ray und dieses Note-Finding. Das ist ja so. Sowas von, bin ich hier richtig? Ich möchte eigentlich nach da. Da müsste ich doch. Ach, hier gibt es ja keinen Übergang. Ups. Achso, ich müsste. Nö, dann buddeln wir es hier einfach mal durch. Dann müssten wir also nach da. Also, wie gesagt, mit diesem X-Ray, mit diesem Fulbright und alles und vor allem diese Freecam.
Es ist ja krank, ist das. Da kannst du ja alles mitmachen. Ich glaube, ich werde mal ein paar Server, die mir nicht gefallen, mal einen kleinen Besuch abstatten. Natürlich nicht. Ne, zum Spaß haben hab ich meine Server, da habe ich schon mehr als genug Spaß. Guck mal, wir haben Eisen gefunden. Pff, wer braucht denn das noch? Ist ja noch ein Relikt vergangener Zeiten hier, ist ja. So, gucken wir mal, ob hier Lava in der Nähe ist. Nein, wir haben freie Bahn mit Marzipan. Wobei wir so aufpassen müssen, da ist Lava. Und da wahrscheinlich auch. Wobei, wir haben ja Fulbright an. Das heißt, es könnte auch was. Nein, das war X-Ray. So. Okay, doch, ist Lava. Weil da hinten zum Beispiel, da seht ihr auch so eine schwarzen Blöcke. Und das heißt, dass da Wasser drin ist. Weil Wasser erzeugt kein Licht. Das heißt, die Blöcke sind halt dunkel. Wenn die Blöcke aber hell sind, heißt das, dass da irgendwas drin ist, was Licht erzeugt. Und das Einzige, was das sein könnte, ist Lava. Weil Lava ist das Einzige, was in solchen Dingern drin ist und was Licht erzeugt. Von daher kann man das relativ schnell ausschließen. Ne? Und das sieht man dann natürlich bei Fulbright nicht, weil bei Fulbright ist halt alles Fulbright. So, okay. Dann gehen wir mal wieder hier. So. Achso, wer sich übrigens wundert, wie ich hier so schnell zwischen FreeCam umschalten kann, das habe ich gesehen, als wir die Tasten geändert haben. Dass man hier auch. Wo war das? Wo war das? Ja. Da. Das Ding ist viel breiter. Und hier, FreeCam, kann man direkt mit G umschalten. Was die anderen Sachen hier sind, also Kill Aura, keine Ahnung, was das sein soll. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird uns da angezeigt, wenn Gegner in der Nähe sind. Ich weiß es nicht. Oh, guck mal, Gold. Gold ist ja jetzt tatsächlich doch wesentlich wichtiger, als ich dachte oder als ich angenommen hatte, weil Gold braucht man für Enchantment oder für enchantete Sachen irgendwie. Also man kann zum Beispiel so einen enchanteten Apfel bauen, craften. Und dafür brauchst du halt einen Goldapfel. Vielleicht macht sich das Abbauen sogar mit X-Ray einfacher. Ja, das macht sich mit X-Ray einfacher. Jetzt können wir nämlich direkt einfach hingraben. Es ist doch so geil, Alter. Vor allen Dingen, wir sehen so auch das Lava. Was ist das geil, Alter? Guckt euch das an, Alter. Guckt euch. Ich kann einfach hin. Ich kann einfach so tun, wie als könnte ich einfach hingreifen direkt. Oh, ist das geil, Alter. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Oh, mal gucken, guck mal. Ich kann einfach direkt hingraben. So wie als wenn es direkt vor meiner Haustür wäre. Haben. Nein, meine wunderschöne Hake ist kaputt. Gut, dann setzen wir mal hier irgendwo diesen Table hin. The Table of Content. Ja, whatever. So, dann haben wir. Oh mein Gott. Jetzt kann es sich verhalten. Jetzt sind wir. Wir können uns gleich mal hier auch direkt. Oh mein Gott, das wird Katastrophe, wird das. Ja, der ist ja hier. Holy fuck. Holy fuck. Oh mein Gott, das ist krank. So, wo war das? Da war das. Du kommst noch da. Alter, diese Geräusche dabei. Ist ja schlimm. Ja, das wird nicht funktionieren. Oh mein Gott. Oh, guckt uns an. Wir haben es im Leben zu was gebracht. Wir sind King of Diamond. Danke. Okay, das ist. Guck mal, da haben wir gleich noch mehr Diamanten. Ist das krass oder ist das krass? Ja, ich glaube, viel mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. Also, ich glaube mal,
Ja, müsst ihr sagen, wenn wir mit solchen Sachen auch mal ein paar Let's Plays machen wollen oder vielmehr Let's Sheets machen wollen, müsst ihr mal Bescheid sagen. Also, ich weiß nicht, ob das. Ja. Es ist halt so krass. Es ist halt so krass, Alter. Das kannst du keinem erzählen, ey. Das ist doch geil. Wie gesagt, wenn wir noch mehr von so einem Scheiß machen wollen, sollen, also ich machen soll für euch, müsst ihr Bescheid sagen. Es ist einfach, es ist halt einfach, oh, es ist so unglaublich. Es ist so gut. Holy shit. Haben wir da eigentlich alles durchgedingsterbumster? Entity Tracer. Was ist das schon wieder? Entity Tracer, können wir das nutzen für die Zombies? Ich gehe mal zum Spawn. Achso, Entity Tracer. Muss ich wahrscheinlich auch wieder angeben, was ich verfolgen möchte, ne? Ich schalte mir jetzt mal das hier aus. Das verwirrt zu sehr. Was ist Hood Bypass? Hood Bypass? Leider gibt es hier kein Hilfemenü dazu, ne? Also, dass man jetzt, wenn ich jetzt quasi nochmal nach rechts klicke, dass dann so eine kleine Hilfeschrift oder sowas aufkommt. Ist doch standardmäßig aktiviert gewesen. Sheet Hood. Achso, okay. Sheet Hood. Sheet Hub. Hood. In the Hood. Ist hier Ringbogen. Dings der Bumster hier, ne? Wenn das Ding hier. Da. Kann ich das ein- und ausschalten. Aber was das Ding hier ist. Kann ich hier irgendwelche. Ja gut, ich meine, man muss ja nicht alles verstehen. Achso, guck mal, hier mit Entity ESP könnte man wahrscheinlich Tiere verfolgen. Zum Beispiel jetzt irgendwie, weiß nicht, wenn man eingibt jetzt, weiß nicht, Schweine verfolgen, wenn man Kabelsalat hat. Ich übrigens mal wieder die Kamera einschalten. So. Kann man wahrscheinlich so Schweine verfolgen, wenn man es möchte. Wenn man deren diesen Tag kennt. Diesen Item-Tag von denen. Wo sind jetzt die Höhle? War die da? Ja, da hinten. Alter, aber mit diesem Fullbright, das ist halt Fullbright und Freecam. Und X-Ray. Das sind die wahrscheinlich krankesten Sachen ever. Achso, ich habe X-Ray übrigens noch an. Kann ich mal deaktivieren. Weil das normale Navigieren mit X-Ray ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ah ja, siehst du? Da werden mir Entities angezeigt. Das heißt wahrscheinlich auch andere Spieler. Wer will mich jetzt? Nee, okay, Spieler scheinbar doch nicht. Oder er kapiert, dass das wir sind. Das kann natürlich auch sein. Aber kurz, ich logge mich mal ganz kurz, ich logge mich mal ganz kurz mit meinem normalen Account ein. Achso, siehst du, ich muss auch mal hier, so, mal hier von den Dingern weggehen. Bin ich jetzt so? Bin ich jetzt, ja, okay. So, dann melde ich mal hier ganz kurz, was ist geschehen? Das da. Als Worker an. Beziehungsweise machen wir mal als irgendein Spieler. Was machen wir? Test. Test ist immer gut. Test ist das perfekte Konto zum Testen von irgendwelchen Tests. So, da bin ich. Da gehen wir mal wieder hier rein. Und jetzt ist die Frage, wo bin ich? Da ist Test. Aber da wird kein Way. Okay, also Spieler, für Spieler gilt das scheinbar nicht. Ah, das ist natürlich schade. Ach, oh, guck mal, wow, direkt hier drüber ist es doch. Player Trace. Ist das geil? Sehe ich mich jetzt noch selber? Okay, nee, mich selber kann ich doch trotzdem noch nicht sehen. Aber ein anderer Spieler.
Was halt gerade für PvP natürlich geil ist, ne? Kann ich jetzt direkt drauf zusteuern mit meiner Macht. Hä? Oh, ich habe Autodigging aktiviert. Oder? Nee, ist gar nicht Autodigging. Oder? Nö. Das heißt, Spieler werden automatisch angegriffen? Oder habe ich irgendwas aktiviert? Ja, ich habe Auto-Hit noch aktiviert. Ah, okay. Wow, das war. Ich dachte, Auto-Dick ist noch aktiviert. Aber nee, das war tatsächlich Auto-Hit. Doch witzig, weil bei Auto-Dick, da soll. Ja, genau, okay. Da ist. Ja. Da werden Entities nicht angegriffen. Aber hier. Oh, Leichenschändung. Ja, okay, komm. Digga, ist das geil? Okay, wie gesagt, manche Sachen funktionieren natürlich nicht immer, ne? Weil manche Sachen kann der Server natürlich abwenden, so wie halt Instant Break, wenn man da 10.000 Blöcke mit einmal abbaut, klar, das merkt der Server natürlich und blockiert das. Oder halt das Gehen durch Wände, da kriegt man bei Mindclone kriegt man da halt Schaden. Weswegen auch dieses Freecam geil ist, weil da weiß der Server gar nichts davon. Also manche Sachen funktionieren, viele Sachen funktionieren, die guten Sachen funktionieren und manche Sachen funktionieren halt nicht. Es ist halt schon krass geil. Es ist echt schon krass geil. Ja, was gibt's hier noch so? Tastenbelegung, was gab's hier noch? C, achso, Sheet-Menü. Ja genau, hier kann man, okay, man könnte die Tastenbelegung hier oben also sogar ändern. Das ist ja auch interessant. Weite Sicht ist das normale, das ist alles Schatten. Nee, oh, man kann das Cheat-Menü auch komplett deaktivieren. Interessant. Ansonsten hier ist alles soweit gleich geblieben. Bounce. Was ist das? Block Bounce. Gibt es irgendeine freie Taste, die ich belegen kann dafür? Ich mach mal. Nee, die ist auch nicht frei. Ist die frei? Die ist frei. Ah, okay. Also, Shank Bounce meint er damit. Ich dachte jetzt, da wären die einzelnen Nodes, also die einzelnen Ingame-Blöcke markiert. Aber nee, da werden Shanks markiert. Das ist natürlich auch geil. Alter, es gibt so krank viele geile Sachen. Oh, man kann sogar mehrere Modis durchschalten. Achso, ich sollte mal den anderen Client hier deaktivieren. Ja, da hat er wieder ein bisschen mehr Performance. Also ich muss schon sagen, es ist schon. Es ist krass geil. Okay, ja, ich glaube mal, das soll es damit auch erstmal gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr hiervon ein bisschen mehr sehen wollt, wenn ich hier ein bisschen mehr machen soll auf meinem Server oder auf anderen Servern, Zwinker, dann ja, sagt einfach Bescheid dann. Also, ja. Ihr könnt natürlich auch eure eigenen Server empfehlen, wenn ich tatsächlich mal mit dem Cheat-Mod auf eure Server kommen soll. Dann werde ich das auch machen. Beziehungsweise, ihr könnt mir auch. Ihr könnt es ja so machen. Ihr könnt Server vorschlagen, bei denen ihr glaubt, dass das in Ordnung ist. Dann werde ich im Forum nachfragen, ob ich das darf. Und wenn. Dann können wir drüber reden. Wenn ich aber so schon, also wenn ihr zum Beispiel IFS vorschlagt, ja, dann werde ich direkt sagen, nee, kannst du knicken. Also wenn dann irgendwelche No-Name-Server, die keine große Community haben, weil ich will jetzt hier keine Server schänden, die schön sind, sage ich jetzt mal. Von daher. Aber, also, wir können durchaus mal so ein paar private Server, ein paar kleinere Server, die in meinem Testforum präsent sind, besuchen. Oder halt meinen Server hier, diesen 2B2T-Server hier weiter besuchen. Ansonsten ja. Genau. Es ist halt geil. Es ist halt geil. Ist schon krass geil. Okay, ja, dann soll es damit auch erstmal gewesen sein. Dann sehen wir uns im nächsten Leben wieder. Das war, nee, geht doch.
Perfekt. Was bist du? Ja, dann, genau. Ja, soll das auch gewesen sein. Ist doch ganz gut, weil langsam kommt die Sonne nämlich echt rum. Es ist ja mittlerweile 8 Uhr, wie man hier unten unschwer erkennen kann. Und langsam kommt die Wärme. Deswegen, ich glaube, noch eine Folge werde ich definitiv nicht aufnehmen. Das soll es also für diese Woche dann auch erstmal gewesen sein. Mal gucken, vielleicht morgen früh, wenn es morgen früh auch relativ kühl ist. Ah, mal gucken, aber ansonsten werde ich diese Woche nicht viel mehr weitermachen, einfach weil es zu warm ist. Ja. Also dann wahrscheinlich bis zur nächsten Woche. Tschüss.